Voor mij heeft het 40 jaar, oder? Om voren en zo. Als boer, weet je, als boer, zo. Als kleine boer ben ik meer zo met zijn uur, weet je. Ja, du. Ja, also. Ja, die. Also, die halb gute Tal, die liegt. Die. Im Steintal, wo wir ruhen. Richtig dann das Boden, und das ist die unterste Alp. Jetzt noch nicht, oder? Wohl. Vorher mal hinken schon. Vor? Ja. Aber weißt du, wie ich kam? Kommst du raus? Ja, ja. Ha? Weg nach. Wat je gaat er zijn inbrengen. Thank you.
Müsli bin ich oben aufgewachsen. Und Müsli bin ich oben auch in die Schule, oder? Und wir sind ja, eine Kleinbauernfamilie gewesen. Der Vater ist schon zur Alp gegangen. Und wir Buben haben natürlich auch früher müssen auch zicken, oder? Wir sind auf der Alp gewesen, als Buben schon, oder? Und dann etwa zwei haben müssen heim heuen, oder? Wir haben dann halt eine strenge Jugendzeit gehabt und ich ein ärmliches Verhältnis aufgewachsen. Und ja, wie es früher nicht war, in den 30er Jahren, da hat es eine kleine Löwe. Und die Sachen hat nichts geholt. Das sind die schlimmsten Jahre gewesen. Heute ist da gerade noch heilig gegen da. Da hat man überhaupt nichts gehabt, oder? Ja, da sind wir ein bisschen am... Nicht als ein schöner Ort, he? Ja, ich war dann schon wieder ruhig. Aber ich bin die ganze Woche nicht weg. Nicht weg. Dann sind die Huren gerippt. Nein, diese Woche hier. Dann sind die Huren gerippt. Dann haben sie mit dem Schnaufen gerne nicht recht. Ja. Das ist der Teufel, der da ist. Doch da nie gehabt. Ja. Ich weiß nicht, was da Hurenkrebs ist. Ja, es ist jetzt ein bisschen besser, ich habe etwa zwei Tage. Aber vorher habe ich mich fast verwogen. Ja, ja. Hast du alles verhockert? Ein bisschen. Mhm. Und was ist ein Huren für mich? Der meine, der Huren hustet gerade. Ja. Ja, ich tue ja hier den Lanzen, man weht ja, die Magenäpfel, man weht ja. Zum Baren husten. Ja, wie ein Baren, ich werde das ab. Wo wir grösser geworden sind, haben wir Wut im Winter. Im Winter haben wir eine echte Stelle angenommen. Und ich weiss noch gut, der erste Winter hatte ich 30 Franken im Monat. Der erste Winter. Und da musste ich eben noch, also man war dann zu Hause in der Schule. Aber einen Unterricht hat man dann noch, einen Konfirmandenunterricht, und dann ist man dann noch konfirmiert worden. 30 Franken im Monat, das weiss ich noch gut. Und man hat gerade noch ein Röntchen. Eben, die Sache hat hier auch nichts gekostet, weißt du, in den Läden nicht. Und man hat etwas können kaufen aus dem Geld. Oder? Die Sache war auch nicht teuer gewesen, oder du? Ja, man hat sie durchgeschlagen. He? Dann hat es alle ein bisschen mehr gegeben. Man ist da älter geworden und besser gewesen zum Schrauben. Jetzt können wir da wieder ein Stück haben. Also ich glaube, etwa 70 oder 80 Hektar, glaube ich. Die ganze Alp? Ja. Ich weiß es nicht mehr genau. Gut, jetzt hier schon eine Geschichte.
Ja, die gaan we, ja, zo nog even. Und eben der Winter ist mir wieder gut. Oder? Ich weiß noch. Ja, den zweiten Winter hatte ich dann 50 Franken. Ja. Der zweite Winter, wo ich vor war. Da bin ich in Zwartbirunnen bei einem Bauer. Und dann hat es ja, noch eine strenge Still gewesen. Ja. Schon richtig versteckt, da weißt du drumherum, dass er nicht loslässt. Und, ja, und dann der dritte Winter, ja, da bin ich durchs Hundenland, aber da bin ich auf richtig Schwil, habe ich da eine Stelle angenommen, da hatte ich 100 Franken gehabt. Und das war natürlich Sensation gewesen, oder? Aber halt nur den Winter durch und den Sommer müssen wir sagen, hey, die Alp, oder? Jetzt haben wir hier noch mal ein Stück. Ja, eben das Schönste war es schon im Frühling, wenn es wieder aus der Alp geht. Wenn es wieder Zeit war, um die Alp zu gehen, wenn man gehagen ist. Oder so, das waren schon die schönsten Zeiten. Und es ist dann etwas spässig im Herbst. Ja, ja, wenn es dann einmal Bettag ist, Tage sind kurz und manchmal Rauchwetter, ja, dann geht man auch gerne wieder runter. Man geht gerne runter, man geht auch wieder gerne runter.
so ist man nämlich groß geworden mit dem Small. Zumal ist man ins Alter gekommen vom Heiraten. Und dann hat man eben auch mal ein Mädchen kennengelernt. Und dann, ja, dann hat man dann eben auch mal geheiratet. Und Geld hat man nicht viel gehabt. Ja, etwas hat man schon gehabt. He? Und dann, und daheim, der Vater war noch nicht so nah daheim. Das Heim hat man nicht bekommen daheim. Und da, ja, man hat eben noch mal geheiratet. Und man hat auch gemeint, es wäre verboten. Ein junger geheiratet. Gut 21-Jährige. Und da haben wir uns entschlossen, wir nehmen eine Knechtstelle an am Tugi. Und da sind wir ins Tugi abgekommen. Da sind wir 10 Jahre am Tugi unten. Also als Melcher bin ich auf einem Anstaltsbetrieb gewesen. Ja, hei wird dann mal ein bisschen die Berge, oder? Und wir haben noch die Tunnel, haben wir einen rechten Lauf gehabt. Und wir haben alle gesperrt und gesperrt. Und die Frau hat dann auch noch im Betrieb mitgeholfen, die hat auch immer gemolken. Und dort hat man noch mal so anmelken. Wir haben alle die 50 Kühe haben wir angemolken, Frau und ich, oder? Das war eine strenge Stelle. Ja. Dann war mal etwas ausgeschrieben. Und dann haben wir die gemolden, eine Pacht. Eine Pacht, 2 Millionen. Und dann habe ich die Pacht übernommen. Und dann hat es mir etwas gar nicht gepasst. Dort oben, in der Stämme 6 sind wir dann gewesen. Da ist es nicht über der Rütze immer.
immer hure sicher geworden. Ist dann halt eine Bergliegenschaft mit, ja, mit dem kleinen Alpli dazu. Und dann habe ich dann eben angefangen zu bauen. Dann, oder? Hat man wieder etwas, um etwas anderes geschaut, wenn es einem nicht passt. Eben, gekommen sind auch hier noch. Haben wir sie in die Schule und von dort oben ab einen Suchhock sind wir da. Von dort oben ab, von der Semisik. Haben wir sie in Wattwiller Ständel in die Schule. Und dann dort mal hat es auch strenge Winter gegeben, Schnee. 3-4 Meter Schnee hatten wir gehabt, dort oben, wo wir waren. Und dann haben wir uns entschlossen, ja, da haben wir mal ein Inserat mit Zeitung gegeben. Und dann habe ich eben hier in Blomberg die Pacht bekommen. Eine Pacht bekommen und von dort weg. Und dann ist die Alpstelle ist dann noch frei geworden, wo ich jetzt hier war, 40 Jahre her. So bin ich gerade auch noch frei geworden und ich konnte hier in Blomberg eine Liegenschaft wachten und zur Alp gehen. Oder? Etwa 10 Jahre haben wir noch gewartet hier im Steintal hin. Etwa 10 Jahre, ja. Da bist du da. Und da sind wir noch gute Zeiten gsi. Thank you.
Hebben met een strenge jaar met een boer het en kweet het. En zijn zaalpoeder met een strenge zitten kan. Maar, we leven het samen nog, hè? Ich habe angefangen, Käse habe ich jetzt eine Art, ich habe früher bin ich mit der Milch gekommen, oder wo ich noch, ich habe zuerst etwa 10 Jahre, oder vielleicht 12 Jahre, habe ich weiß nicht mehr recht, 10 oder 12 Jahre habe ich Käse, die zuerst, und vorne ist mir mit der Milch gekommen, weil, ja, es hat weniger Arbeit gegeben, oder? Es hat weniger Arbeit gegeben, und da, Wo man da aufgehört hat, Bauern, habe ich natürlich auch das Kontingent müssen abtreten, oder? Und dann habe ich nur ein Halbkontingent gehabt. Und eben mit dem selben Kontingent habe ich da eben angefangen, Käse da oben, oder? Da, das ist das Anrüsten. Weißt du? Vorbereiten. Da muss man. Weißt du, ein bisschen. Anrüsten, sagt man eine Art. Das ist so wie eine Frau, wenn man vor mir sieht. Ja, da muss ich auch ein bisschen anrüsten. Ja. Jetzt muss ich den Motor gelaufen, weißt du? Wie lange brauchst du fürs Käse? Also es wird fast 9 bis ich fertig bin. Halbe 9, bis ich den Käse draussen habe. Ja. Halbe 9, also Viertel ab 8. Ja, wir müssen schauen, wenn ich anfange, oder? Jetzt muss ich schauen. Käsekurs bin ich dann, ja, praktisch alle Jahre bin ich an einem Käsekurs, oder? Und der ist dann gesehen, das ganze Schwede und ein Mäbel im Berghof ist der. Und ich hat eben guten Käse hergebracht. Wenn man es gemacht hat, wie man es gelernt hat im Kurs, in den Kursen, die man besucht hat, oder? Und wenn man ein bisschen Qualität hatte, hat man auch einen rechten Preis bekommen. Dort habe ich jetzt noch ein bisschen Geld machen können, oder? Es hat sich also gelohnt. He? Dann geht es eine halbe Stunde und dann ist die Milch dick.
Aber muss jetzt dann schauen, weißt du, ich muss jetzt einen Zusatz nehmen, muss ich dann nicht laden und eben da die Bakterien. Und Joghurt, Natur, Joghurt, Natur. Und was machst du da für Käse? Das gibt es. Ja, ein Alpkäse, ein Dillsitter, eine Art. Ist das gleich eng da? Da unten noch. Super eng. Das geht genau. Jetzt. Ich mal schauen, wie warm das da ist. Ja, da. Gebe. Ich gebe noch nicht so gut, aber. Das ist schon. Ja, es wird so ein Viertel, was sind die Zehen, was sind die, bis man einmal. Ich kann einladen. Ja. Jetzt hat er ja, schon 28 Grad. In den Keller, wo Käse salzen. Und die Kühe auslassen heute ja wieder. Jetzt. Das ist jetzt Lager. Aber das ist das Milchdick wird. Weißt du, du siehst es dann noch einmal so. Jetzt geht es eine halbe Stunde. Und dann ist der Milch ist dick, ist dann eingedickert, oder? Wir müssen es jetzt noch gut umeinander machen. Jetzt riecht es ja nicht mehr, wenn man hier zuckert. Das Milch wird viel verarbeitet. Wie viel Käse hast du denn schon gemacht? Ja, etwa. Ja, warte jetzt mal. Fünfmal. 3 gibt 15. Jetzt habe ich 30, 32, 34, 36, 38. 42 schon. Und wie viel machst du so in einem Sommer? Ja, etwa 130, bis alles voll ist da. Bis alles voll ist, ja. Oh, jetzt hat man da die. Kann es rausnehmen. Die, die schon 2 Tage drin waren. Oder die bleiben 2 Tage, bleiben die drin. He? Im Salzbad, oder? Im 2 Tage, ja. Und dann. Und die Kleinen hier, die bleiben nur einen Tag drin. Mutzli. Oh, da ist ein Frischkäse, oder? Ja. Ja, die haben noch hier. Ja, jetzt. Und dann tut man die. Tut man da so. Farbheller. Was ist das schön, du? Das ist schön. Das ist eine schöne Farbe. Die habe ich jetzt zum Salzbad ausgenommen.
Ist auf das drin eine schöne Farbe bekommt, he? Ja, drin. Schöne, weißt du, so. Schau mal da. Und dann morgen geht man es dann auf der anderen Seite. Jetzt habe ich da noch einen Mutschel. Da. Aber mach die hier jetzt waschen. Die hier, weißt du? Die müssen wir eben waschen. Die können so den Alltag kehren. Auf die andere Seite. Geht es los. Das. Läuft jetzt wie der Teufel. Da nimmt man Salzwasser, weißt du? Das, ja, was ist denn das? Käsepflege ist das, weißt du? Das muss man Alltag machen. Also eine Zeit lang. Nachher, wenn sie dann mal ein bisschen älter sind, tut man vielleicht alle zwei Tage, oder? Die nächste Woche, wenn ich jetzt drillst, dann ich schon anhauen. Nach drei Wochen. Kann man schon übernehmen. He? Aber sonst ist es schon besser, ein bisschen länger. He? Vielleicht 6 bis 8 Wochen, oder? Aber ich haue dann mal einen Käse an. Man könnte ja 2 heute schon. Vielleicht haue ich dann noch einen an, wenn man zu morgen. Gibt dann noch mal zu morgen zwischen dir. Wir tun dann noch mal zu morgen essen miteinander. Ja, die muss man waschen, weißt du, wegen dem Vertrocknen. Die kann man nicht ziehen lassen. Das gibt eine Hurenarbeit. Alter, weißt du. Jetzt geht es, wenn man nicht mehr hat, oder? Aber wenn es dann mal voll ist. Ich habe es gerne tun und es ist mir gut geraten. Es ist mir Huren gut geraten. Ich habe noch ein paar habe ich noch. Ich habe einen Käse oben bei mir oben sogar noch. Sie sind gekommen, um mir zu lernen Käsen. Und auch die Säben haben hier wohl gehabt. Die Säben haben ja nie einen Kurs besucht, oder? Und die haben es von mir aus noch. Eben weil ich auch selber gut gekäset habe, habe ich nicht das auf den Weg gegeben, oder? Ah, ja. Ich war halt nicht derselbe, wo nicht ein Name etwas lieb hat. Oder? Wenn ich mache, helfen, oder? Und die Käse drinnen sind die frischen. Das ist natürlich ganz starkes Salzbad, oder? Das tut jetzt die Schotten raus und zieht den Rest noch, weißt du, den Käse aus. Muss ich mal mit dem Finger probieren. Das ist nichts Grusiges, muss ich mal probieren. Das ist auch sehr scharf. Da ist etwa, ja, sicher 10 Kilo Salz drin. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das ist. Weißt du? Da muss man einfach Salz ziehen, bis der Käse schwimmt. Jetzt war da wieder sauber. Jetzt haben wir die während die Käse da behandelt hat.
dann haben wir gerade die Bühne. Zwei oder? Zwei, ja. Wie nicht hier im Keller aber tun. Und ein Leich nehme ich auch weg wieder. Ein Mutschki. So, ja, siehst du es denn so? Sepp nehme ich den. Weißt du, ich muss jetzt hier. Da habe ich eine Feuer, ich jetzt wieder hier anfangen, Feuer drunter, weißt du? Und den muss ich jetzt 42 Grad machen. 42 Grad muss ich jetzt den dann wieder wärmen. Weißt du, es ist schon, also einfach ist es eben nicht so, das musst du. Ja, also peinlich genau musst du sagen. Weißt du, so mit der Wärme, alles. Das ist jetzt schon das vierte, glaubt ihr. Eben, ja, das erste ist jetzt so, ich muss jetzt dann eben, muss dann da noch etwas machen. Darum tue ich abschöpfen. So, jetzt. So, dann jetzt eben die Rübe erklären. Weißt du, dass ich nicht mehr vorhanden habe? Prozent Wasser. Kann ich jetzt da müssen. Sonst bin ich ja noch schon mehr oder weniger allein oben gewesen. Da hat mir, nein, da hat mir nichts ausgemacht. Also ich, nein, da hat es mir nichts ausgemacht, allein sein. Es ist so ein bisschen mein Zeug, das macht mir noch jetzt noch nichts. Oder die Frau ist jetzt gestorben vor 6 Jahren. Und ich habe mir gut Risiken gehabt, oder? Ja, ich meine, es ist dann manchmal. Ich komme nach Leville unter die Leute, oder? Und dann am Abend, ja, kommt man heim und man ist dann ein bisschen müde, oder? Und ja, dann. Und dann geht man am Mandelkuchen singen und. Das ist doch ein Abwärtsding. Nein, ich weiß.
Das macht jetzt mir gar nichts wegen dem Reisen. Ja. Nein, sicher nicht. Ja. Ich tue selber waschen und wenn ich daheim bin, tue ich auch kochen. Ja, es geht dann immer so ein bisschen der Geschwinde weg. Ganz langsam machen, weißt du, sonst wird er wild. Weißt du, dann verfliegt die Körner gerade, weißt du. Dann wirbelt es wieder da unten. Da machen wir ganz. Der muss jetzt nicht lange drin lassen, höchstens 5 Minuten. Und dann muss er wieder rausnehmen. Ja. Und dann muss man wieder mit verschneiden, dann gibt das 2 Käse gibt. Da ist jetzt Geissmilch drin. Und da warme Schotter. Oder dann habe ich noch ein bisschen Sauerstücke. Ich tue da brechen, weißt du? Da bricht jetzt. Oder das ist aber gut für die Zauber, wenn es bricht, oder? Ja. Dann hat man den rausgepackt. Wie ein Kindli.
Fleisch am Boden. Kommt da wieder ein Siebli. Und dann noch einen Deckel zwischen dir und wieder ein Siebli. Und jetzt kommt der Einer drauf, da der Einhalb. Schau mal, jetzt zeigt es wieder der weg. Ja, nicht ein Wunder. Also, der Martisch kann man immer umlaufen. Jetzt kommt der Deckel wieder rum. Deckel. Ja, jetzt ist es nicht immer gut mit dem Schweinfutter. Jetzt hat er mir gesagt. Ja, hört zu wieder. Wir warten aber, ihr wartet zu. Ihr sollt warten zu. Ja, hast du gewürzt? Da kann man trinken, das gibt ja Schottenkuren, oder? Siertenkuren. Hä? Wie sind die da? Wo sind die da? Hä? Ah, sie haben schon sich schwer. Ja, fressen die Zähne aus, sie sind ja, sie sind schon nicht fressig. Ja, das ist jetzt etwas Extras. Das ist jetzt etwas. Muss mir ja noch. Ja. Die Leiber fressen kann niemand. Du, aber weißt du, die haben eine wahnsinnige Bewegung da rein. Weißt du, wenn man es da rauslässt zum Fressen? Das ist nicht gleich, wenn sie jetzt immer die Pferchen sind, oder? Die können aber nicht da raussinken, oder? Jetzt kann ich mir das Käse noch putzen. Jetzt habe ich noch ein extra Pulver. Weißt du? Das wieder ganz schön wird.
Eben, das grösste Ding war vor eben im 95 Juni, wo ich aufhören musste, Bauern, oder? Dann ist man eine Art, ja, oder? Dann ist man 65, oder? Mhm. Und dann hat man Kühe müssen verkaufen. Man hat dann keinen Beitrag mehr bekommen. Und das ist jetzt einfach heute so. Du musst jetzt einfach, wenn du 65 bist, musst du hören, oder? Aber Gesundheit hat man sich ja noch dazu lassen, dass ich nachher nur zur Alp gehen konnte. Und Kühe habe ich gleich auch bekommen von anderen Bauern, oder? Aber es ist ja gleich schon nicht mehr ganz gleich gewesen. Jetzt ist man am gleichen alt geworden. Und das größte Glück ist, dass man noch nicht gesund ist. Die Welt ist schwert vom Widerstritten, wird vor allem bitter Leid. Doch wenn der Glocke lüten, spürst du Frieden, spürst du Freude, spürst du Frieden, spürst du Freude. Ja. Yo, 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 yo,
Da, die nächste, da. Ja, und der hat schon viel abgeschliffen. Aber der Kog ist ja gerade aufgestanden. Mama, du hast dir schon noch ein bisschen entschuldigt. Ich habe einen Hurensaft, dann ist mir der reingehauen. Ja, der andere? Ja. Aber der ist gut gesetzt. Der ist gut gesetzt. Dunkelt früher noch kurze Tage, jede Stille oben zieht. Und du hörst mit Wohlbehagen von der Kirches Glocken glüht. Von der Kirches Glocken glüht. Ja, Yolo, 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 Yolo,
schon gut. Ich bin noch ein bisschen hochgefallen, hat man auch in der Alp, wo man immer einmal mit dem Blitz. Der Blitz hat man einmal fünf Stück Fächer gelagert, am gleichen Abend. Und glaube ich, das andere Jahr nochmal zwei. Und selbst sind dann natürlich so ein bisschen für den Alpler ein bisschen harte Sachen gewesen. Mhm. Was man da. Und dann haben wir noch Geissen. Dann schon etwas genug über. Und das ist mies, ich muss schon ein bisschen zu wegmachen, weil von uns kommt der Mann drüber. Ich will jetzt etwa 5, 6, 7 Kilo Butter.
Aber ja, das allein ist. Ja, ich habe genug Kunden. Ja, die Hälfte habe ich bald. Da haben sie gern, weißt du? Jungsgras. Da haben sie alle wahnsinnig gern. Hörst du es jetzt, dass da schon ein bisschen anders geht? Mehr hast du es gemerkt? Ja. Oh, niemand gehört. Weißt du, da geht es nicht mehr lang, habe ich Futter. Ja, nicht mehr lang, habe ich Futter. Das ist so 20 Minuten. 20 Minuten bleibe ich jetzt. Das war nicht ganz falsch. Hörst du? Ja. Moment, bloß. Dann muss man ein bisschen im Gehör haben, wenn es bricht. Weißt du, wenn es vom Rahmen auf der Butter übergeht? Weißt du, das hat ja dann schon eine Niedelnart drin, weißt du? Da wird dann ein Artikel, dann mit der Riegel, oder? Vom ewigen Loch da rein, oder? Da wir mal schauen. Da wir mal. Ah, haben wir noch schnell. Ich will wieder ein kleines Wasser, muss dann noch schön in der Wasser machen. Mit kaltem Wasser. Ja, das ist dann. Ja. Im kalten Wasser rein. Aber ich gehe dann gerade mal schauen, in dieser Zeit. Weißt du, oben? Ja. Oben stehe ich noch stehen. Ich bin ja nicht lange oben und dann. Wegen Gras. Es gibt recht viel Buttermilch da, he? Ja. Ja, es hat da Wasser drin, weißt du? Weißt du, ich habe Wasser drin. Ja. Ich muss dann noch waschen oder drunter noch ins Loch. Weißt du, hier habe ich extra kaltes Wasser. Den Butter muss man waschen. Weißt du, Milch? Weißt du, das Lose? Weißt du, jetzt knottert es dann.
Und dann tut es Buttermilch rauslassen. Da muss man für Butter waschen. Und zwar zweimal. Ich hole dann. Ich gehe dann noch das Wasser holen. Und dann tue ich das Wasser wieder ablassen. Und nachher nochmal. Jetzt dann. Wie schön ist doch bis Ockerburg vom Herr und durch das Land. Sie bracht in aller Welt bekannt, kennt jeder Schweizer Mann. Drum mag ich Heimat gar so gern, sie Dörfli, Wald und Und die letzten Jahre ist eben die Umstrukturierung der Landwirtschaft. Ein bisschen die hohen Laufstelle sind gekommen, oder? Und das Fech ist einfach nicht mehr gleich wie früher, oder? Und eben seit 3-4 Jahren hat man diesen Laufstall Rinder und Galgen gehabt. Und die sind sie eben nicht mehr gewohnt anzubinden, oder? Und dort oben, eben wo ich war, bin, gut, dann oben da, ist das ein bisschen ein Bremenloch, oder? Und man weiss ja, wenn es Bremen hat, gehen die Tiere gerne in den Stall, oder? Und dann hat man eben die Tiere müssen anbinden, oder? Und die, weil es vorher noch nie angebunden wurde, sind ich wieder hoch geflogen. Heute mit der Bauerei, mit den Laufstellen und das, oder? Oder die das befehlen, die haben überhaupt keine Ahnung, wo das dann eigentlich herführt, oder? Oder die Tiere wieder umgewinnen, oder? Und ich kann sagen, das ist also in den ersten Tagen, das ist also lebensgefährlich gewesen, oder? Also ich habe das Fecht, ich habe nicht gefürcht. Ich bin mir wirklich gewöhnt im Fecht, oder? Wenn man so manches Jahr zu alt war. Aber das sind ja die obergeschulten Huren Schweinköcke, die das befehlen, oder? Wo behalten keine Ahnung haben, oder? Und ich glaube halt einfach einmal, wenn das so weitergeht,
kann man die Tiere auch wieder kippen, wenn man nicht mehr stehen kann. Jetzt habe ich gestern oben die Backpfeife da oben gelassen. Jetzt haben sie noch zusammen. Aber ich habe noch eine. Ja, das ist schon eine alte. Ja, guck. Ja, du, das ist Und dann? Weißt du, Tobias? Da hat jetzt Alltag jeder den gleichen Platz. Jeder Stock fährt, kommt an den gleichen Platz. Weißt du, der kennt man, weißt du? Aber du, ist eben auch nicht mehr ganz gleich, wie wir es hören gemacht haben. Weißt du, es ist nicht mehr gleich, wenn wir kennen. Weißt du, ich sehe den Wild, den Namen ähnlich, oder? Aber weißt du, wenn du Alltag machst, oder dann. Ich bin jetzt ein bisschen für das, gell? Ich bin jetzt ein bisschen kleiner, oder? So. Ich wäre vielleicht schon noch wieder gegangen, wenn das nicht gekommen wäre. Man hat einfach nicht mehr gemeistert, den Pech, oder? Oder die Rindli. Das sind, ist ja nicht gleich wie Kühe, oder? Kühe sind viel geschlachter, oder? Und die Rindli. Eben aus der Aufstellung, die sind halb verrückt gekriegt, oder? Mhm. Und ja, das hätte sie sich schon noch ein gegeben, dass ich aufgehört habe. Und eben, das Alter auch, oder? Man muss einfach mal, jetzt wird man dann 76 im Mai, oder? Und einmal muss man einfach mal einen Punkt können machen, einmal ein bisschen ringer haben, oder? Es ist eben, an derigen Ort, wo man so viel Pech hatte, etwa 70 Stück Pech hatte, und dann noch gekasset hat. Und viel hat man sich stahlen, oder? Das ist eine strenge, das hat eine strenge Summe gegeben, oder? Ja, ich gebe dir noch ein frisches mit. Ja, das ist auch sehr gut. Ja. Dann nehme ich einfach so ein paar Zuse. Und das ist jetzt circa ein Pfund. Und dann muss man den eben noch ein bisschen necken. Du hast mir noch rausgedrückt. Du, das ist jetzt auch sehr gut. Weißt du, wegen der Fisch schon. Er hat Dünker heimen.
Ja, ja, der muss kreinfrei sein, weißt du? Milch, das ist zeichnet, das ist was gibt. Ja, ich habe jetzt gerade einen von gestern gebuttert. Und der heutige Butter kann ich gerade einen geben. Etwa ein Kilo. Das wäre etwa so viel. Ja, ja. Ja, jetzt habe ich gestern habe ich gerade wieder zwei können verkaufen. Jetzt kann ich hier wieder rüber tun. Und wieder hin und her nehmen. Wie schön klingt denn vom Möchergrocht der Jodelübert weit. Ein Zenn singt froh am Obertspott und juchzert und verfreut. Und von der Wind entfernt der Flur ertönt die Dobert Früher ist man so angebunden, dass man überhaupt nie hinkommen oder? Und jetzt ist mir noch nicht getraut. Aber dann, der erste Sommer, ich gehe etwa noch mal durch. Etwa noch mal auf eine andere Alp, vielleicht, wo ich noch nie gewesen bin. Oder? Mhm. Eben gesehen hat man schon nicht viel. Oder? Man ist so angebunden, wie verrückt. Oder? Aber Futter hat man überhaupt nie können. Oder? Man war so angebunden, oder? Weil man so viel Fähigkeit hatte. Oder? Und dann vielfach hat man auch noch Besuch gehabt, viel, oder? Überhaupt. Die Leute sind auch Käse holen gekommen. Man hat alle nicht mehr so rum sein, oder? Ja, es war eine schöne Zeit.
Eine schöne Eiche. Ich wüsste gar nicht, dass ich nicht das gemacht hätte. Oder, das hat mir einfach zugesagt. Oder. Ja, sonst hätte ich ja schon lange gehört. Oder. Zur Alp gehen. Also ist er natürlich nicht so, aber nach Herstingen und Brot. Geist! Aber dann ist es gut. Ich nehme das. Sie sind nicht mehr da. Geist! Sie sind nicht mehr da. Sie sind nicht mehr da. Geht's euch? Alles gut, Daniel. Geht's euch? Grüezi, Herr Doktor. Hoi! Doch, wohl bist du rasiert, du. Sie hat noch nicht gehört. Alle geschnitten haben sie nicht. Der letzte Tag wird mir schon natürlich rasiert. Eben, gell? Der geht schon mal in den Bad. Ja! Jetzt müssen wir halt schauen. Ah! Eben die, die... Aber nichts für dich auch noch. Ja. Wer kommt mit? Komm ich mit. Ich komm schon mit. Ich tu noch mit. Ja. Ja, wir sind auch klar. Wir sind jetzt noch nicht so. Wenn der Himmel voller Wolken steht, gibt es Tage, wo die Leute mehr freut. Denn vergiss im Leben mehr, dass alle Wolken hinterziehen.
Ja, die sind noch jung, die sollen zickeln. Ja, ich laufe dann auch von unten weg von der Wirtschaft, ich laufe ich dann. Bringt den Rauchen auf der Frost und Schnee, hast die Weg und auch die Zille gseh. Ja, dann kommt auch mal die Zeit, wo's wieder Alpenrose gibt. Ja, dann kommt auch mal die Zeit, wo's wieder
Und jetzt ist man ein bisschen alt geworden. Jetzt habe ich aufgehört, zu alt gehen. Ich weiß nicht, wie denn da mal geht. Frühling. Wird mich dann schon mal ein bisschen radeln wieder. Oder das ist so ein Frühling, wenn es wieder zu alt geht. Kann man es fast nicht bleiben lassen, aber jetzt ist es eben fertig. Und ich habe ja gleich noch Arbeit, ein bisschen mit Klauen schneiden und mal ein bisschen ringern. Ein bisschen ringern, das tut mir ja wieder wegen gut. Ja. Ja, und jetzt bin ich noch sehr schön zu Weg. Gehen wir zusammen. Es hat jetzt ja kein Wert, dass ich weiche, bis ich umgehe, oder? Und dann habe ich ja nichts gehabt am Leben, oder? Wollte ich meinen, oder? Aber wenn ich jetzt noch ein paar Jahre noch gesund sein und noch ein bisschen schöner habe, dann habe ich gleich auch etwas gehabt. Ich bin ja nicht als ein Anspruchsbull. Und eben gehe ich los, dann gehe ich jetzt weiterhin, was ich noch mag, oder? Und ja, da wäre es jetzt so. Mehr kommt man nicht mehr zu hin. Ne? Da bist du los. Ne? Mhm. Ah, bis später.